Hallo, seit einigen Tagen ist es soweit, Microsoft hat den Microsoft Copiloten für alle Microsoft-User jetzt freigegeben. In der Vergangenheit konnten nur größere Unternehmen mit mindestens 300 bezahlten Copilot-Lizenzen den Copiloten innerhalb der Microsoft Office-Programme testen. Jetzt können wir das alle. Es gibt zwei Varianten. Abhängig davon, welche Office-Lizenz Sie benutzen, kann man den Microsoft Co-Piloten für Privatanwender buchen. Oder wenn Sie ein, eine Office 365 Business-Lizenz haben, können Sie das für diese Business-Lizenz pro User kaufen. Die Kosten sind ein bisschen unterschiedlich. Wenn man Microsoft für Business hat, muss man... Den Co-Piloten für ein Jahr im Voraus buchen. Das sind roundabout 30 Euro pro Monat pro User. Bei der Family- oder Privatlizenz können Sie den Co-Piloten ähnlich wie man das mit Chat-GPT machen kann, monatlich dazu buchen. Zum Testen, wenn Sie keine Business-Lizenz haben, ist das eine super Möglichkeit. Die Preise und die Pläne können Sie jederzeit auf der Webseite von Microsoft sehen, wie man Microsoft Copilot hinzubucht. Ist ein bisschen davon abhängig nochmal, welche Office-Lizenz Sie nutzen. Sie müssen sich auf jeden Fall in Ihrem Account anmelden und finden dann den Weg zur Buchung, den ich Ihnen in den beiden Varianten jetzt einfach mal kurz zeige, bevor wir dann im nächsten Video auf die Möglichkeiten des Microsoft Copiloten eingehen werden. Als erstes zeige ich Ihnen die Version, wie Sie sich mit einem Privataccount, einer Standardlizenz für Privatpersonen anmelden. Ganz normal gehen Sie zu Ihrem Microsoft Account, melden sich mit Ihren Benutzerdaten an. Gehen dann zu Ihrem Microsoft-Konto. Das können Sie über Ihr Profilbild machen. dann Damit kommen Sie zum Konto-Manager, wie Sie das hier bei mir sehen. Und dann wird Ihnen unter dem Bereich Zahlung und Abrechnung gezeigt, welches Abonnement Sie gerade nutzen, welchen Speicher Sie nutzen und auch hier die Möglichkeit direkt den Copiloten Pro abzurufen. Copilot Pro. Ist die Version des Copiloten, die nach der Buchung eingebettet ist in all Ihre Microsoft Office Programme. Auf dieser Seite kann man dann über diese Schaltfläche Copilot Pro abrufen, klicken und gelangt zur Bestellseite für den Microsoft Copiloten Pro. Man sieht, 20 Dollar plus Steuern kann man monatlich hinzubuchen bzw. sie buchen das hier und das wird automatisch monatlich verlängert bis sie dieses abonnement stoppen das ist finde ich ein fairer deal um es auszuprobieren wenn sie vielleicht sowieso schon überlegt haben chat gpt in der kostenpflichtigen variante zu nutzen dann wäre das hier für mich eine variante die ich eher nutzen würde weil ich eben mit dem microsoft co-piloten pro die Möglichkeiten von ChatGPT habe, auf die neueste GPT-Modelle zuzugreifen und gleichzeitig ist der Co-Pilot als mein persönlicher KI-Hilfsassistent in die Office-Programme eingebettet. Anders? Ist der Buchungsprozess für Copilot Pro, wenn Sie eine Business Lizenz haben? Der Einstieg ist identisch. Sie melden sich mit Ihrem Konto bei Microsoft an, in Ihrem Account. Auch hier hat man oben rechts die Möglichkeit, zum Kontomanager zu wechseln. Dort gehen Sie zum Microsoft Admin Center. Innerhalb des Microsoft Admin Centers wählen Sie links in der Navigation Abrechnung und dort Dienste kaufen. Hier werden alle Dienste, die es zusätzlich zu ihrem Abonnement gibt, aufgelistet. In das Suchfeld gebe ich einfach mal Copilot ein. Und Sie sehen, hier wird mir das Add-on gezeigt, das für Copilot Pro in Microsoft 365 steht. Auch hier kann ich über die Details mir noch mal einen Überblick verschaffen und Sehe sofort, dass das ein Unterschied zu dieser Privatlizenz ist. Wenn ich den Microsoft Copiloten innerhalb meines Business-Kontos nutzen möchte, muss ich das für ein ganzes Jahr im Voraus erwerben. Und das kostet die Lizenz zusätzlich zur monatlichen Gebühr nur für die Nutzung des Copiloten innerhalb von Ihrem Office 365 337,20 Euro Stand heute. Das ist jährliche Zahlung, ein Jahresabonnement. Das heißt, Sie können das nach Ablauf dieses Jahresabonnements noch mal kündigen. Ich werde das jetzt mal kaufen in meiner Business-Version und werde ein bisschen schauen, werde ein bisschen stöbern, was Copilot Pro mir bis jetzt schon in den Office-Programmen tolles zur Verfügung stellt und wo es vielleicht schon eine super Hilfe bei der Arbeit ist. Wir sehen uns im nächsten Video und dann zeige ich Ihnen, was man mit Microsoft Copilot für Office 365 jetzt schon alles tun kann. Bis gleich.